Nun ist es soweit. Deutsche Panzer rollen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gegen Russland. Das ist ein hochemotionales Thema, vor allen Dingen für die Russen. Ich weiß nicht, was sich die deutsche Bundesregierung bei diesem Plan dabei gedacht hat, aber sie ist eingeknickt vor dem Sperrfeuer der USA und den Vorzugs-NATO-Partnern Großbritannien und Polen, weil wir müssen ja ganz klar festhalten, es gibt so etwas wie NATO-Partner erster und zweiter Klasse und da wird Deutschland ganz hinten ankategorisiert und nun sind sie eingeknickt. Im Übrigen habe ich dieses ganze Zögern sowieso nie richtig abgenommen, die Entscheidung sind doch längst gefallen gewesen. Und damit machen wir uns mit deutschen Panzern, mit dem Weißen Kreuz Richtung Russland zur Kriegspartei. Eine hochgefährliche Gemengelage, in die wir uns hineinbegeben haben. Hochbrisant, kurzsichtig, unglaublich dumm. Und diese Entscheidung zeugt auch, dass es dieser Bundesregierung überhaupt an strategischem Interesse und strategischer Weitsicht fehlt. Und da haben wir die ganzen Kriegstreiber, vornehmlich die Grünen, die noch Bundestagswahlkampf gemacht haben im Jahr 2021. Keine Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Und jetzt machen sie genau das Gegenteil. Alles vergessen, Rüstung, Panzer in Kriegsgebiete, auch die FDP macht da ordentlich mit ihrer Rüstungslobbyistin, der Leiterin des Verteidigungsausschusses. Immer mehr Panzer, immer mehr, einfach alles liefern. Und Deutschland steht da hinten an.